Heute ist der 24. April 2016, Bundespräsidentenwahl von Österreich. Wir melden uns aus Wien-Döbling. Das politische Gefüge des Landes droht zu zerbröseln. Hier ist guter Mörtel gefragt. Daher begleiten wir Richard Lugner auf seinem Weg ins Wahllokal, den Baumeister der Republik. Das letzte Mal haben Sie ja 1998 kandidiert, knapp 10% geschafft. Damals gemeinsam mit der Mausi. Wenn es diesmal weniger als 10% sein sollten, ist es die Schuld Ihrer Frau? Damals waren es 9,91, also wenn ich heute weniger als 10% habe, ist es dasselbe wie das letzte Mal. Herr Lugner, allerletzte Frage von meiner Seite. Haben Sie wirklich nichts Besseres zu tun? Sie scheinbar auch nicht ein, statt blöde Fragen zu stellen. Glauben Sie, dass es eventuell eines Tages so weit sein wird, dass sich also ÖVP und SPÖ vereinigen müssen zu einer Partei, die Schwarzen und die Roten zu den Schwoten? Schauen Sie, soweit ich weiß, wurde zwischen SPÖ und ÖVP darüber verhandelt. Wenn Andreas Kohl jetzt nicht Bundespräsident wird, er könnte noch eine Stufe drüber auch noch probieren, oder? Was meinen Sie, eine Stufe drüber? Als Landeshauptmann von Niederösterreich. Andreas Kohl? Wir stehen hier mit Thomas Kratki, seines Zeichens Leiter der Wahlkampfkampagne für Andreas Kohl. Guten Abend. Es kann man sagen, eigentlich alles gut gegangen im Wahlkampf, oder? Ein Tiroler, der ganz Österreich angesprochen hat, ein älterer Mann, der auch die Jugend mitgerissen hat, auf die richtigen Themen gesetzt, Heimat in den Vordergrund. Also eigentlich ein programmierter Erfolg, oder? Zuallererst guten Abend. Wissen Sie, ich habe schon viele Bundespräsidentenwahlkämpfe gemacht, vom Thomas Klestil bis zum Heinz Fischer. Und ich muss eines sagen, es gibt keinen Wahlkämpfer, der so viel Energie hineingesteckt hat wie Andreas Kohl. Ich rede jetzt von Alexander Van der Bellen. Sie reden von Alexander Van der Bellen. Und manchmal weinst du sicher ein paar Tränen. Du zeigst nicht, was du fühlst, denn du willst dich zusammennehmen. Wie ist es möglich, dass man als Meinungsforscher über viele Wochen komplett daneben liegt, die gesamte Zeit komplett daneben? Das würde ich so nicht formulieren. Von außen gesehen hat man den Eindruck, dass die Leute nur mehr Meinungsforscher werden, weil sie als Horoskopschreiber bei der Zeitung nicht genommen werden. Ich finde das despektierlich und das ORF ist unwürdig. Heute ist der 22. Mai 2016, Stichwahl zum Bundespräsidenten von Österreich. Ein langer und harter Wahlkampf liegt hinter uns. Die Patrioten haben gekämpft gegen die Weltoffenen, die Guten gegen die Guten. Das ist Brutalität. Erst bitte, es hat 26 Grad Schaß, Hasis und ich muss hakeln, das ist ein Blödsinn. Immer wieder Österreich. Immer wieder Österreich. Für immer und ewig. Österreich! 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 Das Match Schickeria gegen die kleinen Leute. Es steht 1:1 unentschieden. Allergrößte Österreich! Österreich! Allergrößte Spannung hier im Medienzentrum der FPÖ. Österreich, Österreich. Das ist ein unglaublich erfreuliches Ergebnis und ich bin froh und hoffe als Optimist, dass hier die Nase Norbert Hofer vorne behalten wird. Das war ein sehr harter Wahlkampf, ein Lagerwahlkampf. Nicht? Die FPÖ ist ja auch bekannt als Lagerpartei. Was ist Ihre Meinung? Soll man diese Lager wirklich bauen? Ich bin absolut gegen diese Lager. So, jetzt geht's los. Hier die Journalistenmeute sofort heran. Norbert Hofer. Norbert Hofer verlässt das Auto. Und ein Mensch allein. Hier kommt ein Mensch. Herr Hayek, darf ich Sie ganz kurz stören? Ja. Grüß dich Gott. Ich wollte Ihnen nur gratulieren, ich bin ein großer Fan von Ihrer Arbeit. Ich bin Ihnen extra für die gute Arbeit ein Merci mitgebracht. Das sind 37-41% Kakaobestandteile, 25-28% Milchpulver und 17-19% Haselnuss. Meine Vorhersage vielleicht ist ja auch ganz falsch. Danke. Es steht 50-50, wie schätzen Sie es ein? Ist doch ein bisschen lauwarm, ne? Das Mastermind der Blauen ist ja Herbert Kickl, mit dem Sie gemeinsam in der Oberstufe oder im Gymnasium waren in Kärnten, wenn ich richtig informiert bin. Um es kurz zusammenzufassen, nicht, wäre nicht vielleicht alles ganz anders gelaufen, wenn Sie ihn damals in der Oberstufe geküsst hätten? Das wollen Sie jetzt ernsthaft der Antwort zu mir, oder? Sie ziehen die Frage zurück, oder? So, wir melden uns hier aus dem Palais Auersberg. Hier feiern die Grünen, man sieht es, die Hot Volley, die Schickeria. Ich habe noch keinen Menschen getroffen. Es wird gebechert, was das Zeug hält. Man weiß nicht, hat man gewonnen oder verloren. Wie wir in der Fachsprache sagen, es ist eine Drink-Drink-Situation. Ja, ich stehe hier mit zwei Grün-Sympathisanten. Oh, man sieht es ganz gut.
Darf ich Sie kurz fragen, im Augenblick, es ist ja unentschieden, nicht? Wie diese Wahl ausgeht, wie steht es im Augenblick, was würden Sie sagen? 50? Ja, 50. Gibt es nicht den Traum vom gemeinsamen Vaterland? Ja, also allein schon die sprachliche Verbindung. Also ich finde das auch gar nicht schlimm, dass man das betont und akzentuiert. Also ich kann daran nichts Schlechtes finden. Das hat nichts damit zu tun, dass wir also irgendwie... Sie müssen nur einfach ins Mikro reinreden. Ja, also ich glaube nicht, dass wir... Norbert Hofer ist ein Kandidat mit viel Charme, mit viel Charismata, mit Charismatik, aber auch mit einem gewissen Gespür für Österreich. Und das braucht Österreich in diesen Zeiten. Disturb the sound of silence. Wie nennt man es, wenn viele Menschen ohne Plan quer über den Kontinent irren? Flüchtlingsgipfel. Hinter mir im Bundeskanzleramt werden große Entscheidungen gefällt. Heute wird hier Geschichte geschrieben. Hier kommen Sie alle ins Bundeskanzleramt, gefahren der Ministerpräsident von Albanien, Kroatien, Mazedonien, Griechenland, Rumänien, Bulgarien. Eines muss man sagen, steht an dieser Stelle fest, die Balkanroute ist noch nicht geschlossen. Welche Ergebnisse erwarten Sie vom heutigen Gipfel? Null. Wie früher, null. When there will be no outcome today, no solutions, what are you going to tell to your people? There always been there's always a hope. What do you think about today's host, the Austrian new chancellor, Christian Kern? I don't think much about him. Do you think it could be that Christian Kern just initiated the meeting to prove to everybody that he's the best looking chancellor of Europe? Well, I think that could be the case, but he also has to compete with Renzi and with Xavier Bettel from Luxembourg. It's not so easy these days. Die Pressekonferenz des Bundeskanzlers, und das ist eine große Überraschung, ist nicht annähernd ausverkauft. Die Spannung steigt, gespenstische Stille im Raum. Gleich geht ein Engel durch das Zimmer. Herr Bundeskanzler, eine kurze Frage. Was ist Ihre Meinung? Hat die EU ihre Handlungsunfähigkeit bereits verloren? Die Handlungsunfähigkeit verloren? Nein, ich bin davon überzeugt, dass wir handeln können. Und ich gehe von dem heutigen Tag optimistisch weg. Darf ich Sie nur fragen, von wo kommen Sie? Aus Wien. Wohin wollen Sie? Wohin wollen? Ich will in Wien bleiben. Viele Leute sind in der Bevölkerung Flüchtlingen gegenüber skeptisch mittlerweile. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass Flüchtlinge ja, wenn sie Babys sind oder Kinder, sehr süß sind, aber dann im Laufe der Jahre ja doch auch erwachsen werden. Ne? Ja, aber es ist normal, dass Menschen erwachsen werden. Ich verstehe die Frage nicht. Gibt es auch die Überlegung, dass man, um die Stimmung in der Bevölkerung anzuheben, dass man jeder einheimischen Familie einen Flüchtlingsdiener zuordnet, der so kleine Hausarbeiten macht, der kocht, Wäsche wäscht, sich ums Auto kümmert etc. Vielleicht babysittet, ist das eine gute Idee? Bütschert, jetzt sage ich dir mal was. Ein Afghane, der war seit 20 Jahren, der ist 20 Jahre der Bauer. Oder die Maul, wurscht wie auch immer. Die wachsen ja auf mit Opium. Die können weder noch lesen, weder noch schreiben, wachsen nur mit einem Drogen auf. Wie soll ich den Menschen jetzt zu mir heim einladen? Dass er bei mir kocht und putzt und wascht? Der kennt sich null aus. Ja, mit dem Opiumbau kennt er sich aus, aber mit sonst nicht. Die eisigen Temperaturen verraten, heute könnte mancher Genosse kaltgestellt werden. Übrigens, wie heißt denn diese Gasse? Schlachthausgasse. Gleich beginnt hier der große Showdown. Willkommensklatscher gegen die Freunde der FPÖ. Alle sind gespannt in diesem Sinne. Feindschaft. Kurze Frage. In der SPÖ Wien ist ja jeder mit jedem verwandt. Ist das ein Problem? Wir starten jetzt einmal unsere Sitzung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Im ORF funktioniert das ja auch ganz gut. Die SPÖ Wien geht ein bisschen durch die Wüste im Augenblick. Hat der Bürgermeister daher noch mehr Durst? Ah, das ist eine dumme Frage. Entschuldigen Sie. Für mich. Rosen. Herr Bürgermeister, Sie treffen sich in der Schlachthausgasse. Nomen est Omen? Nein. Und das ist eine skurrile Woche, oder? Am Freitagnachmittag noch arbeiten? Naja, wenn man den
Zeitvergleich, den ich früher von meiner Arbeitszeit da hergestellt gehabt habe. Aber nein, ist schon in Ordnung. Ist der Bürgermeister noch der starke Mann oder hat er abgenommen? Nein, ich glaube, er hat dasselbe Problem wie ich. Wir nehmen beide nicht ab. Wir beschäftigen uns momentan zu viel mit uns selbst. Der Bürgermeister ist ins Wanken geraten, aber das ist er gewöhnt, oder? Er hat nur gelacht. Wenn der Bürgermeister zurücktritt, was soll er dann tun, Frau Boris? Wenn er zurücktritt, was soll er tun? Für Siemens ist er zu alt. Frau Brauner, wie war es in Kuba? Ist Fidel Castro auch politisch ein Vorbild? Fidel Castro ist gestorben. Komm und sei wieder.